Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Fallout 4. Ja, in der letzten Folge haben wir angefangen mit der Hauptquest und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir diesen Valentine-Typen finden und reisen dorthin. Na, wir sehen ziemlich witzig aus mit unserem Kochhut und unser Ragnarok, oder wie Dingen heißt, Kostüm. Wir werden wahrscheinlich noch viel bessere Rüstung finden, aber wir sind ja noch sozusagen, obwohl es schon ewig lang her ist, am Start von Fallout 4. Seltsam. Soll ja bis zu 400 Stunden Spielzeit bieten, also ist ja schon ein Batzen. Und wir lieben Ladebildschirme, wo sich Sachen drehen. Nicht. Und die wiederholen sich so oft. Wir sind Level 11, ich muss noch einen Skillpunkt vergeben. Ich kann mich gar nicht entscheiden, wofür. Und am Anfang muss man sich ja schon entscheiden für Sachen, die man noch gar nicht kennt. Oh. Den haben wir schon mal entdeckt, ne? Gut, Quest hier. 36 Meter. Wir haben ja Gott sei Dank durch diese ganzen kleinen Mini-Questchens haben wir ja schon viel Plätze freigeschaltet. Oh, der ist hoffentlich nicht böse, ne? Willkommen, Patriot im Boston Common. Hier beginnt der Flugentrip. Erfahren Sie mehr über den historischen... Ach nö. Will nichts erfahren. Wir brauchen den typischen, den Typ hier. Nuke Cherry. Ach guck mal, gab sogar verschiedene Varianten von. Oh Mann. Und noch einmal so eine popelige Pistole. Und immer noch kein Skillpunkt vergeben. Die Musik heißt nichts Gutes, glaube ich. Wir drücken mal schnell Tee. Das ist das lächerliche Auswahlbildschirm hier. Aufmerksamkeit, schau mal, deine Feine. Ich habe noch nie dieses komische System da benutzt, um... Stimmt, fällt mir gerade ein, warum habe ich das eigentlich nie benutzt? Ausdauer? Ja. Wir brauchen Stärke. Ich dir doch sage, zu Skinny Malones Bande zu gehen, war die beste Entscheidung aller Zeiten. Schau dich doch nur mal um. Und trotzdem, Malone ist schwach. Wir erwischen diesen Detektiv beim Rumschnüffeln. Und was macht er? Sperrt ihn ein. Dem fehlen die Eier, ihn einfach umzulegen. Moment mal. Wer ist da? Das meinte ich. Jetzt hat meine Frau genau Licht ausgemacht. Und jetzt annehmen. Hey. Boah, sehr geschickt. Ich sterbe. Nur weil ich dieses doofe Ding da ausprobiert habe. Er will den Detektiv befreien. Ich geh um. Eine Sekunde. Da müssen wir ins Dimpack rein. Todesschütze? Nicht die Bifi. Was für ein Pär hat der denn, der Penner? Einer weniger? Und die machen jetzt alle dasselbe oder was? Todesschütze, was für ein Name ist denn das? Bifi leidet. Ich werde dich auslöschen, Mann. Noch mal weniger. Oh. Er hat das Licht ausgemacht. Hä? Schwer. Naja, ist machbar, aber... Gott sei Dank keine starken Waffen. Kopf raus, komm. Uns geht's nicht so gut. So, ich muss nochmal Stimpack nehmen. Ich schlag mich nicht so gut, ich weiß.
Aber wir kassieren Munition ein. Jawoll. Oh, das ist Beefy. Das müsste der letzte sein. Boah, guck die arme Beefy. Komm, guck ums Eckchen. Das dauert wieder 100 Jahre. Biffy, komm, wird wach. Oh, der geht mir auf den Keks da unten. Der kriegt gleich einen Baseballschläger beim Ohren. Fertig ist die Geschichte. So. Jetzt gib mir eure Munition, ihr Penner. Oh, ganz Kopf ab sofort. Maschinenpistole? Nimm ich mal mit. So, hast du gut gemacht, Biffy. Ich bin stolz auf dich. Und lebst sogar noch. Sehr nett. So, ich bin so ein echter Stimpack-Verschwender. Ich weiß, man kann auch gereinigtes Wasser nehmen. Ich liebe Stimpacks. Diese Injektion. Ach, skill mal ein bisschen. Upsa. Boah, auf Anhieb. Ja. Boah, gut, dass man den nicht immer einzeln aufnehmen muss. Schmutziger schwarzer Anzug. Tato. 23 Kronkörbchen. Aufbereitetes Wasser, sehr gut. Hab ich gerade noch von gesprochen. Super Kleber. Toll, warum schließt man sowas weg? Noch mehr Kronkorken, Stange Zigaretten. Puh, Terminal brauchen wir glaube ich nicht mehr benutzen, weil wir die Tür offen haben. Wir haben sie geknackt. Damit wir dieses Skill auch verbessern können. So eine Art U-Bahn hier oder was? Da hinten ist das Ziel. Sprengfalle! Wer tut denn den Scheiß aus mit einer Sprengfalle versehen? Kaugummi. Nee, von da esse ich bestimmt kein Kaugummi. Gottes Willen. So. Richtung Ziel. Kann nicht mehr weit sein. Ach, wir müssen das Terminal doch benutzen. Überraschung. Nicht, wollte ich doch gar nicht. Nein, oh. Der World Tech Corporation geschlossen wird. Da werden wir unser... Da kommt man schon irgendwie durch. Ist ja Blödsinn. Wie wär's mit einfach durchlaufen? Cherry. Oh, die haben wir fast gar nicht gesehen. Gemütliches Kissen. Ich glaube, hier sich. Oh, meine bessere Waffe. Die taucht ja nicht die Bohne. Wir haben ja ein paar Schuss gesammelt. Was war jetzt los?
Scheiße. Wie viel leidet wieder? Yeah. Das hat sich gelohnt, die Vorquests. Brauchen nur Munition. Das gute Zeug. Wo bist du? Oh. Ach, Deckungsfeuer. Wir gehen eh nicht drauf. Wow, jetzt kommen sie aber alle. Ich sehe nichts. Wow. Das sind gut, das sind sehr gut. Und man scheiß Energie haben. Okay, 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 okay. Ich dachte, man ist, man geht ja in eine Pause, das ist ja gut. Attacke! Boah, sind ja noch zwei. Was ist denn mit denen, ey? Voll die Mafiosis. War noch einer. Da unten ist er. Voll das krasse Zielfernrohr. Ich seh dich. Dann backt er unten rum. Schon wieder überladen. Maschinenpistole, Kuchenform. Oh. Er hat eine Kuchenform dabei. Wie viele Verkackte sind denn hier? Wir sind versteckt. Geschafft. Pui. Knapp jedenfalls. Ah, mal Hilfsmittel. Zwei Miniguns haben wir dabei. Oh, wie dumm ist denn das? Das ist nicht wirklich helle, ne? Scheiße, jetzt habe ich zu viel Zeugs. Nee, da werfe ich keine weg. Ach, so schöne Sachen. Ich liebe es. Selbst gebaut. Da fliegt alles sofort raus. Ziel. Ist nur ganz schön weit. Wir müssen natürlich noch weiter ein bisschen gucken.
So. Hast du großläufig hier? Keiner mehr drin. Wer hat geschossen? Hast du was geschossen? Abgeschlossen. Ja, knack doch. Blöd, Mann. Wofür bin ich jetzt hier reingegangen? Für den Mist. Zu knacken braucht man ja ewig den Skill. Wow, das war richtig viel Munition, der ist richtig stark. Ah, das war's noch nicht hier. Kommt noch eine Menge Gegner, denke ich mal. Schmutziges Wasser. Danny Boy Äpfel. Was? Revolvergewehr. Cooles Ding. Yeah, New Cola Quantum. Würde ich ihn echt auch trinken. So, leuchtende Cola. Wird's nicht in sich reinschütten? Ah, die... Man kann ja gar nicht schleichen hier, ne? Nicht so stark, wie ich erhoffte. Komm, muss mich um Beefy kümmern. Erwischt man aber auch nicht, ne? Komm jetzt da. Au, 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 au. Der war gut. Da ist ein Kopf mal weggeplatzt. Eine Sekunde. Wo bist du da? Ja klar. Überleben wir einfach mal, ne? Wie viel? Ach stimmt, das war ja der alte Vault, haben sie gesagt. Ach, das wäre Munitionskissen. Hab mich getäuscht. Was? Eingelegtes Fleisch. Essen ist immer gut, gibt Lebensenergie. Bergbauhelm, Kanister und so ein Mist will ich nicht haben. Boah, was ist das denn für eine Mission? Der Bolt 114. Mit einem Pitboy kriegt man das Ding offen. Dürfte ja eigentlich keiner drin sein, ne? Warum ist das Ding so laut? Hey! Verreck in der Hölle! Regal! Er hat das Licht aufgemacht! Was will jemand mit ihr Licht? Meine Augen
Ey. Er hat einen Baseballschläger, hallo, bitte. Oh. Nein! Nein! Was macht er denn? Der macht da einfach nichts mehr. Wo war die Waffe hin? Och, leck mich doch, Spiel, ey. Wo ist denn gespeichert worden jetzt? Die Waffe ist aus dem Kotzen. Ja, wo es überladen war. Toll. Ja, das war Minigans. Nix von wegwerfen. Komm, scheiß drauf. Unsere gute Waffe, weg damit. Da liegt's. Boah. Was haben wir alles in den Taschen gehabt? Munition, Schrot, 9. Ah, das ist ja der. Den will ich nicht mehr haben. So, hier mal leer geräumt. Wir können jetzt einfach losflitzen. Ich glaube, wir übersehen hier nichts. Hier war ja nichts. Und dann eine Attacke. Was war das? Oh, ich habe ganz vergessen, dass wir noch drei sind. Wo ist der andere? Da. Sturm. Nein! Aber wenn man ja eigentlich... Ein bisschen taktischer wieder. Das dauert so lange. Na, haben wir noch was übersehen? Nee. Oh, wo geht's denn da hin? Back Bay, also zurück. Da können sie suchen. Komm schon, wer ist da? Das hat gekippt. Auf Distanz sind die nicht gut, die Waffen. Sind hier so verflucht stark. Das gefällt mir überhaupt nicht. Der geht nicht kaputt da hinten. Was ist mit dem? Ist der jetzt irgendwie super oder so? Keine Ahnung, hat irgendwelche Superkräfte? Der verliert dann keine Energie beim Treffen oder was? So, dürfen wir uns auch mal um Lebensenergie kümmern, zum 8000. Mal. Wo ist er denn? Da sagt die Maps. Der
versteckst dich? Ha. Wie bei Europa. So. Leichen schänden. Das wissen wir, was wir gleich brauchen. Eine schöne Schrottflinte. Nochmal den Pip-Boy anschließen. Eine wunderschöne Animation. Ganz schön im Nahkampf. Das sehen nicht füttern, das ist schon mal gut. Und die wird schon gehen. Nein! Oder? Jo! Dinnergabel. Gefahr. Was ist denn? Er verliert keine Lebensenergie. Du wirst einen prima Sündenbock abgeben. Lass den Beefy. Das war's. Boah. Boah, der war voll schwer, ey. Boah. Puh. Das war's noch nicht. Ich glaub's noch nicht. Wir sind mal wieder in so einem Wall drin, ne? Das ist richtig cool. Gut an das Zigarettenpäckchen. Hört sich gut an. Mal gucken, ob wir den gleich brauchen. Medex. Sehr schönes Zeugs. Oh, Volt 1.4 Anzug. Die haben echt an alles gedacht, ne? Das Schloss lässt sich nicht knacken. Na, das ist wahrscheinlich für den Terminal gut. Auf. Nicht, dass ich wüsste. Ich vermute, da kommen noch Gegner. Es wird noch spannend. Ziel? Also, meine Frage. Warum zum Teufel würde jemand... Eine Vault in einer U-Bahn-Station bauen. Der Ort hier ist doch das Gegenteil von luftdicht. Weil ihr nicht vorhabt, die zu benutzen, Trottel. Vor dem Krieg haben wir ständig solche krummen Dinger abgezogen. Man schnappt sich ein paar Jungs aus der Gewerkschaft für den Baujob, der nie endet. Und dann liegt alle auf der Gehaltsliste. So, einen haben wir. Boom! Ja, hast du gut gemacht, feine.
Ja, ihr habt gesehen. Energie geht immer ziemlich runter. Was ist hier mit der Mitte? Ah, jetzt habe ich eine Pistole eingesammelt, ne? Puh, ich bin total fertig. Kein Bock mehr auf Gegner. Oh Gott. Da unten laufen sie rum. Nein, es geht los. So. Was? Die soll man nie unterschätzen, diese scheiß Baseballschläger. Ich habe dieselbe Waffe ausgewählt. Oh nein, keine Waffenmunition. Mann, bei den letzten Arsch hier, weißt du? Das ist nicht gut. Wir müssen doch irgendeine Waffe haben. Boah, bin ich auf einem Waffensuche, ne? Ah, das ist scheiße, das Ding. Da müsst ihr einen durchballern können. Die Waffe ist scheiße. Ach. Nein, das ist falsch. So. Hat der voll die Minigun in die Fresse gekriegt? Müsste der nicht sterben, wenn man den so im Kopf schießt? So ganz rein medizinisch gesehen. Aber ich glaube, die kommen. Nicht. Ah, die packen bei uns jetzt so schön langsam nacheinander. Oh, dann noch voll Energie. So. Was denn? Volltreffer. Ich sehe nichts mehr auf der Karte. Oh, 10mm Munition haben wir genug, also für Pistole. Boah, das scheint mich doch nicht so. Leguan am Spiel. Roter Teller. So, das können wir jetzt bieten an anderen Waffen. Das ist so einigermaßen. Wo müssen wir hin? Spiel da unten. So wenig waren hier nur.
mag es gar nicht glauben. Oh Gott. Soll ich denn da runterkommen? Ohne mich zu verletzen. Instant Püree. Mac and Cheese. Schmutziges Wasser. Whisky. Vorkriegsgeld. Wer braucht das denn? Wofür? Der will ja nicht einfach runterspringen. Das ist doch... Wahnsinn. Oh, hallo Baby. Haarklammerbox. 7 Haarklammern. Geil. Speichern. Und irgendwas hier. Ein bisschen die Lebensenergie hochpumpen. Pulvern. Mit Pulver. Okay. Irgendwas passiert. Irgendein Abspannen oder so. Aufbereitetes Wasser. Sehen wir schon irgendwas? Ne. Na, Valentine, wie geht's? Hast du Hunger? Willst du einen Happen zu essen? Laber nur weiter, Fleischklops. So hat Skinny Malone mehr Zeit, sich zu überlegen, wie er dich kalt macht. Erzähl keinen Mist, Valentine. Du hast doch keine Ahnung von irgendwas. Tatsächlich? Ich habe gesehen, wie er deinen Namen in sein schwarzes Buch geschrieben hat. Mieser, kleiner Kartenbetrüger waren, glaube ich, seine Worte. Dann hat er den Namen dreimal durchgestrichen. Dreimal durchgestrichen? Im schwarzen Buch? Aber komm ich so nicht drauf. Das muss ich gerade biegen. Und zwar schnell. Nein, er will den Hund sehen. Hey. Auf geht's. Du Hund, doofer Hund! Böser Hund! Oh, ich werde dich schon finden. Was? Wo hat der so viele? Versteckt. Hat mich keiner mitbekommen. Das ist super. Hat sich ja gerade hier oben mit jemandem unterhalten. Definitiv. Hey, du da! Ich weiß nicht, wer du bist, aber wir haben 3 Minuten, bevor die merken, dass der dämliche Muskelberg nicht wieder zurückkommt. Mach die Tür da auf! Ah, du musst hier das Terminal da hacken, um die Tür zu öffnen. Tür wird geöffnet. Und jetzt? Ich will's ja hacken. Muss ich einfach nur warten oder was? Ich hab mir noch nie gehackt. Oh, ist aber einfach. Was ist mit dir? Oh. Ah, mein strahlender Ritter. Aber die Frage ist doch... Ja. Cool. Warum kommt er den weiten, gefahrvollen Weg, nur um einem alten Privatdetektiv zu helfen? Ich bin so. Was bist du? Wie gesagt, ich bin Detektiv.
Klar, die Haut und die Metallteile sind nicht sonderlich vertrauenerweckend. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Im Moment interessiert mich nur, warum du dir die Mühe gemacht hast, mich zu befreien. Mein Sohn, Sean, ist verschwunden. Er wurde entführt. Aber ich weiß nicht von wem oder wohin. Ein entführtes Kind, ja? Dann bin ich genau der richtige Mann. Wenn auch am falschen Ort. Ich sitze hier seit ein paar Wochen im Bau. Hat sich herausgestellt, dass die vermisste Tochter, die ich suchte, gar nicht entführt wurde. Sie ist Skinny Malones neue Flamme. Und sie ist ein fieses Miststück. Aber egal. Du hast ein Problem und ich helfe gerne. Aber nicht jetzt. Wir müssen hier raus. Dann reden wir. So. Folge Nick, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Malones Leute hier waren früher kleine Gauner. Er ist vor der Wand gelaufen.